Das ist ein unglaublicher Fund, Inquisitor. Die Halle der Bewahrung hatte auch so etwas. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Dagna. Sie bewahren Stimmen oder Bilder, wisst ihr? Nein, ihr wisst es nicht. Egal, die Venatori haben ihn zerbrochen. Aber hier... Die Papiere, die ihr gefunden habt, Inquisitor, waren äußerst... aufschlussreich. Die Dämonen nicht fürchten. Aber die Macht wird sie anlocken. Außer ihr hättet Schutzzauber gegen Besessenheit. Sobald ihr das Gefäß seid, werdet ihr euch um Dämonen keinerlei Sorgen mehr machen müssen. Bereitet euch vor, wie ich es euch befohlen habe. Das werde ich, Ältester. Verflucht! Oh, bitte entschuldigt. Zu mehr war der Kristall nicht in der Lage. Er war für so etwas nicht gedacht. Der Kristall hat uns gezeigt, dass Calpurnia noch nicht von Corypheus' Versprechungen überzeugt ist. Nun ja, ich bin zwar keine Bewahrerin, aber ich könnte es vielleicht schaffen, dass er neue Worte festhält. Wirklich? Stellt euch nur vor, was wir alles erfahren könnten, wenn wir den Kristall zwischen Calpurnias Habseligkeiten verstecken. Aha! Ich kann ihn spalten und die eine Hälfte hier behalten. Wir könnten ihre Worte direkt mit anhören. Er ist allerdings nicht dafür gedacht und wird dadurch vielleicht zerstört. Wie gesagt, ich bin keine Bewahrerin. Inquisitor,
Calpurnias Venatori durchstöbern in letzter Zeit elfische Ruinen. Wenn wir sie verfolgen, könnte uns das zu ihr führen. Und wenn es uns gelingt, diesen Kristall in ihr Versteck zu schmuggeln, könnten wir dadurch Informationen von unschätzbarem Wert erhalten. Es scheint mir nur recht und billig, Calpurnias Werkzeuge gegen sie selbst einzusetzen. Selbstverständlich. Wenn es zwischen Korypheus und Calpurnia zum Zerwürfnis kommt, müssen wir das ausnutzen. Der Kristall wird bald bereit sein, denke ich. Also, wo... Bereit, die großen Mysterien zu beantworten. Das wird wunderbar. Wir sehen uns später, Doktor. Ich kann es kaum erwarten. Inquisitor, ich muss euch sprechen. Worum geht es? Ich muss euch zunächst etwas über die Rückschläge erzählen, die die Montillés erleiden mussten. Ich erinnere mich, dass ihr sagtet, es wäre eurer Familie verboten worden, in Orlais Handel zu treiben. Das hat uns finanziell ruiniert. Um genau zu sein, sind die Montillés seit mehr als 100 Jahren verschuldet. Mir war nicht bewusst, dass sich eure Familie in einer derart heiklen Lage befindet. So gut wie niemand außerhalb der Familie weiß davon. Wir haben über Generationen hinweg alles getan, um unsere Gläubiger zufriedenzustellen. Wir haben Ländereien verkauft, um die Zinsen zu begleichen. Es macht mich einfach so wütend, mit ansehen zu müssen, was aus meiner Familie geworden ist. Ich stehe kurz davor, das Oberhaupt unseres Hauses zu werden. Wenn ich noch mehr Land verkaufe, ist meine Familie vollkommen mittellos. Das darf nicht mein Vermächtnis sein. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich hatte unsere Probleme beinahe gelöst. Zumindest sah es eine Weile lang so aus. Ich habe eine Möglichkeit ausgehandelt, die Montillés wieder als Händler in Orlais zuzulassen. Das wäre die Basis für unseren Wiederaufbau. Aber als ich die Dokumente nach Val-Royaux geschickt habe... Ich habe erfahren, dass meine Boten ermordet wurden. Die Dokumente, die den Handelsstatus meiner Familie wiederherstellen würden, sind vernichtet. Habt ihr irgendeine Idee, wer sie ermordet hat? Liliana hat Nachforschungen angestellt, die bereits Ergebnisse gebracht haben. Comte Boisvert, ein Adliger in Val-Royaux, behauptet zu wissen, wer meine Boten ermordet hat. Er hat allerdings die Bitte geäußert, dass ihr mich zu dem Treffen mit ihm begleitet. Er möchte dabei gesehen werden, wie er mit euch konferiert. Wenn es nötig ist, um dieser Sache auf den Grund zu gehen, begleite ich euch zu diesem Treffen mit dem Comte. Ich danke euch, Inquisitor. Es bedeutet mir, ihr seid zu freundlich. Ich muss wissen, wer meine Kuriere getötet hat, nur um meiner Familie zu schaden. Schön, euch zu sehen. Auf ein andermal. Auf bald.
Die Himmelsfeste scheint deutlich sicherer zu sein als Haven. Nur wenn wir genügend Leute haben, um sie zu verteidigen. Solange das nicht gegeben ist, ist ein Ort wie dieser nutzlos. Ich nehme an, ihr habt gehört, was Roderick in Haven wieder. Gesegnet seien die, die dem Verruchten Gottlos war es bei ihr euch? Unbedarfter Narr, es geht um den großen Ball und den Unterball. Da muss ich euch leider enttäuschen. Wisst ihr, wo sich dieser Adlige mit uns treffen will? Ja, Comte Boisvert hat uns auf sein Anwesen eingeladen. Es liegt ganz in der Nähe. Ich bete, dass er den Tod meiner Boten wie versprochen aufklären kann. Geht voran.